So. Einen wunderschönen guten Tag, vielleicht auch Abend in manchen Ländern. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserer heutigen Preisverleihung. Mein Name ist Nadia Bloß. Ich bin jetzt in Frankreich. Ich bin DAF-Lehrerin seit vielen, vielen Jahren und ich begrüße meine Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, die ich kenne, nicht nur online, sondern auch live. Wir sind mittlerweile auch Freunde geworden und auch Teilnehmer von unserem Videowettbewerb. Sag mir bitte jetzt im Textchat, wer zum ersten Mal heute über Videowettbewerb hört. Zum ersten Mal. Bestimmt gibt es solche DAF-Lehrer, die zum ersten Mal über unseren Videowettbewerb hören. Und ich sehe mehrere Teilnehmer. Geben den Text ein. Hallo. Hallo. Manche sind überhaupt zum ersten Mal in unserem Online-Raum und aber, ja, vielen Dank. Jetzt die Frage, und wer hat an diesem Videowettbewerb teilgenommen? Meine Frage, wer hat an diesem Videowettbewerb teilgenommen? Es gibt viele in diesem Online-Raum, das heißt, die Lehrer und die Schüler, die mit den Lehrern die Video gedreht haben. Sie sind zum ersten Mal, okay? Ich erzähle heute, wie unser Videowettbewerb verlaufen ist und wie viele Leute an diesem Videowettbewerb teilgenommen haben. Okay. Viele Länder sind da und ich beginne meinen Beitrag. Herzlich willkommen zu der Preisverleihung Videowettbewerb 2018. Dieser Videowettbewerb seit 6 Jahren trägt diesen Titel: Gesehen, gefilmt, gelernt. Und ich denke, aus diesem Titel kann man verstehen, dass wir als Deutschlehrer oder DAF-Lehrer in der ganzen Welt, auch DAZ-Lehrer, was wir sehen, können wir filmen und daraus lernen. Und das ist die Philosophie dieses Videowettbewerbs. Ganz kurz ein paar Worte aus der Geschichte, weil nicht alle hatten die Zeit gehabt, im Blog zu lesen oder nicht alle haben das miterfolgt natürlich und das ist ganz normal. Paar Worte aus der Geschichte. Wir haben im Jahre 2012 die Idee gehabt, in unserem Netzwerk DAF-Lehrer Online, dass wir Videos drehen werden. Und 2013 kamen die ersten Beiträge. Wir haben zu den Versch jedes Jahr trägt ein verschiedenes, ein anderes Motto oder anderes Thema. Und 2013 zum Beispiel waren das Videos zum Thema Grammatik, Wortschatz oder Lieder. Insgesamt waren da mehr als 50 Beiträge und das war sehr schwer, die besten auszuwählen, aber wir haben das geschafft. 2014 war das auch Videowettbewerb und auch zu diesem Thema Grammatik, Wortschatz und Lieder. Und dann haben wir immer was Neues gesucht und 2015 haben wir sogar eigene Trickfilme gedreht. Es gibt viele Programme zu diesem Thema. Und ich sehe, Ingeborg schreibt, sie hat sogar mit ihrem Sprachkurs auch Zeichentrickfilme gemacht.
Wir haben zusammen gelernt im Netzwerk verschiedene Programme, wie man bedienen kann und Tag und Nacht daran gearbeitet, wie man einen Zeichentrickfilm machen kann. Das alles kann man auf unserem YouTube-Kanal sehen und der YouTube-Kanal heißt es Gruppe Deutsch Online. Olga, kannst du bitte jetzt den Link von unserem Kanal hier posten, damit alle klicken können? Okay. Gut. Auf unserem Kanal Gruppe Deutsch Online haben wir diese Videos gepostet mit dem Ziel, dass alle anderen DAF-Lehrer, Deutschlehrer in der ganzen Welt diese Videos nutzen können, weil die Idee von diesem Videowettbewerb gesehen, gefilmt, gelernt, dass wir zusammen lernen. Richtig. Ja. Und Dankeschön, Olga. Olga hat auch an diesem Videowettbewerb teilgenommen hat. Wenn ich weiter folge, dann haben wir sogar unter dem Motto mit mobilen Geräten die Videos gedreht. Und hier in unseren Beiträgen, jetzt habe ich auch gehört, wie kann man, oder gestern, wie kann man sehr wohl unsere kleinen Handys dafür nutzen, weil sie tolle Programme haben. Ja. Ich hoffe, dass alle mich hören. Bitte bestätigen. Also im Jahre 2017 haben wir ganz anderes Thema gehabt, Deutschlandreise. Und viele Teilnehmer haben zu diesem Thema nicht nur, Dankeschön, nicht nur landeskundliche Filme gemacht, sondern auch etwas Kreatives ausgedacht. Deutschreise, Land und Leute erleben. In diesem Jahr hatten wir ganz andere Ideen gehabt. Und ich möchte euch fragen, jetzt möchte ich die Teilnehmer von diesem Videowettbewerb fragen, wie war das Motto von diesem Videowettbewerb? In unserem Online-Raum sind viele Teilnehmer von unserem Videowettbewerb. Wie war das Motto? Wer hat noch im Kopf? Richtig, Ende gut, alles gut. Ende gut, richtig. Wir wollten eine kreative Geschichte von unseren Lehrern mit Schülern oder von Studierenden oder von den Lehrern bekommen. Und diese Geschichte sollte in zwei Teilen sehr spannend präsentiert werden, also gedreht werden mit verschiedenen Programmen, die wir auch zusammen gelernt haben. Wie kann man die Videos machen? Und da waren kreativsten Ideen bei uns. Und dazu möchte ich eine Sentenz oder Zitat von Max Frisch für uns sagen. Jeder Mensch erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Sag mir bitte, mögt ihr auch Geschichten? Erinnert ihr euch daran, wie schön das war, wenn die Mutter oder der Vater die Geschichte vorgelesen hat? Nicht wahr? Stimmt ihr mir zu? Ja? Wenn interessante Geschichte und vorkommt und wir sitzen spannend und hören die Mutter oder meinen Vater, dann wollen wir weitererzählen. Richtig? Und so war unsere Idee bei diesem Videowettbewerb. Ja. Und jeder von euch, die Idee bekommen hat, hat natürlich mit den Schülern oder zuerst in eigenem Kopf durchgehen lassen und dann mit den Schülern besprochen. Und entstanden, richtig, und entstanden tollsten Geschichten. Wie die verwirklicht wurden, das zeigen die Ergebnisse. Und Tatjana sagt, am interessantesten ist, wenn man auf dem spannendsten Moment stoppt und sagt, und wie geht's weiter? Und das probieren wir mit euch, okay? Übrigens, diese Methode
Ich werde jetzt nicht über die Theorie sprechen, Storytelling, ja? Einfach die interessante Geschichte erzählen, aber wie kann ich das in meinem Unterricht das machen? Und Storytelling im Unterricht, das war unser Hauptthema. Wir sollten eine kreative Geschichte erzählen. Schaut bitte dieses Bild an. Wir haben zusammen in unserem Netzwerk eine Geschichte gemalt, visualisiert, ausgedacht, zuerst ausgedacht, visualisiert, mit Hilfe von Irina Safronova aus Moskau, Deutschlehrerin von einem College. Und jetzt möchte ich anfangen und dann stoppe ich, okay? Simon, er ist 12 Jahre alt. Jeden Sommer kommt er in die Schweiz zu seinem Opa und einmal öffnete er die Tür zur Bibliothek und er sah ein altes Buch. Der Timo mag sehr gerne lesen. Er mag alte Geschichten. Als er gelesen hat, plötzlich sind einige Buchstaben verschwunden. Was ist los? Wo sind die Buchstaben? Sagte Timo. Und jetzt ihr seid dran. Was ist passiert weiter? Wie geht die Geschichte weiter? Diese Geschichte ist nicht wirklich zu Ende. Jetzt bist du gefragt. Erzähle oder schreibe, wie diese Geschichte weitergeht. Liebe Teilnehmer, nur einen Satz bitte schreiben im Textchat. Was passierte dann, wenn die Buchstaben beim Timo verschwunden sind? Das ist natürlich ein bisschen kindisch, aber es gibt doch verschiedene Niveaus und wenn ich zum Beispiel über, sagen wir, vierte, fünfte Klasse mit vertieftem Deutschunterricht denke, dann könnte das passen. Angelika sagt, er muss diese Buchstaben suchen gehen. Und Tatjana auch schlägt diese Lösung vor. Muss man suchen, wo die Buchstaben sind. Aber was meinen die anderen? Aha, er muss mehrere Bücher lesen, um die Buchstaben zu finden. Ja, so geht in der Geschichte weiter, wenn wir uns mit den Schülern überlegen und die Geschichte stoppen. Erst dann zeigen wir die weiteren Folgen, weil diese Folgen existieren und die sind in unserem Videokanal. Wer weiß, was passierte? Wer hat diesen zweiten Teil gesehen hat? Und die Teilnehmer schreiben eifrig im Textchat und wir lesen zusammen. Jede Story kann interessant aufgebaut sein, wenn wir richtig kreative Ideen haben. Und diese Ideen entstehen nur, wenn wir zusammen mit den Schülern das überlegen, wie die Geschichte weitergeht. Olga sagt, das Buch wurde mit Zaubertinten geschrieben. Man kann die Buchstaben nur im Schatten sehen, wenn es nicht so hell ist. Okay, ich werde euch nicht so spannend, ich meine, die Geschichte ist spannend, aber ich sage, was weiter passiert ist. Und nämlich, Timo hatte zu Hause bei der Oma einen Papagei und dieser Papagei hat die Buchstaben geklaut. Und dann im Garten war die Freundin von Timo und sie hat ihm erklärt den Papagei und sie haben die Buchstaben zurückgegeben und Ende gut, alles gut. So klingt diese Geschichte. Ja, natürlich. Warum alle lesen? Gut. Und wir folgen weiter. Ich möchte ein bisschen zeigen, wie die Aufnahmen aus allen Ländern zu uns gekommen sind. Und alle Teilnehmer, sogar während der Dreharbeiten,
haben auch geteilt, was sie im Moment machen. Okay? Gut. Und zum Beispiel aus Polen, wir sehen einen Schüler, der aufgenommen wird. Schaut bitte, wie die tolle Kamera die polnischen Schüler haben. Sie haben eine Arbeitsgemeinschaft und sie arbeiten sehr, sehr viel daran, um tolle Videoaufnahmen zu machen. Oder noch ein Blick, wie die Dreharbeiten in der Natur vorkommen. Ja? Man muss ein Stativ haben, damit meine Kamera nicht wackelt. Und das ist auch sehr wichtig. Das haben wir auch gelernt in mehreren Webinaren und Lehrervorbildung online. Oder wie kann man auch mit dem Spiegel das Video aufnehmen, ja? Das ist die Teilnehmerin aus Polen und der Film heißt Der Pechtag. Oder sogar aus Kamerun kamen die Ideen, aber leider nicht zustande gekommen, weil die technischen Zustände sind nicht so manchmal. Aber schaut bitte, wie viele Ideen sie gesammelt haben. Und dieser Kollege hat sogar dann einen eigenen Film geschickt, aber das war misslungen und schade, schade. Auch in Benin haben die Schüler die Videos aufgenommen, aber auch leider nicht zu uns gekommen. Aber schaut bitte weiter hin. Aus Algerien mit Hadija, die heute im Online-Raum ist, haben die Schüler einen tollen Beitrag geleistet. Und die Schüler haben in der Schule aufgenommen und auch draußen. Und das ist es, was auch vorher Professor Bernd Rühlschopf gesagt hat, kollaborative Arbeit. Wir lernen zusammen, richtig? Insgesamt zum unserem Videobeitrag kamen 41 Videobeiträge aus 4 Ländern, aus Polen, Italien, Ungarn. Die meisten kamen aus Russland. Aber jetzt sage ich, insgesamt haben wir 201 Videos, die alle in unserem Kanal Gruppe Deutsch Online zu finden. Alle Videos stehen unter Creative Commons Lizenz. Das bedeutet, dass wir gerne möchten, dass diese Videos, wenn ihr ausgewählt habt, natürlich im Unterricht eingesetzt werden. Okay? Und ich sage dann ein paar Worte über die Ziele dieses Videowettbewerbs. Für uns ist es wichtig, kollegiale Austausch. Das heißt, nicht ich so gekapselt alleine sitze und weiß nicht, mit welchem Programm ich schneide oder was ich mache, sondern wir verteilen sogar die Ideen. Wir korrigieren eure Szenarien, ja, wie auch in diesem Fall bei einer Kollegin war. Weil nicht immer die Muttersprachler, ich bin auch keine Muttersprachlerin, wissen wir, wie das man dieses oder jenes ein Wort oder Redewendung einsetzen kann. Richtig? Es gab auch lustige Sachen, wo unsere Kolleginnen, also die Muttersprachlerin, korrigiert haben. Ja? Das heißt, wir wollten sehr gerne im Netzwerk auch die Videos von allen Deutschlehrern in der ganzen Welt haben, die auch Deutsch als zweite Fremdsprache unterrichten. Leider kam nicht das Zufall, obwohl wir überall gepostet haben. Das zweite Ziel ist die Entwicklung von Medienkompetenz. Wir wissen alle, wie wir beschäftigt sind in der Schule. Viele Lehrer schreiben mir, wie viel Pläne oder unnötige Sachen sie für die Leitung schreiben müssen, obwohl, sage ich, so viele kreative Sachen in der Schule gibt. Aber trotzdem, obwohl einige Kolleginnen in zwei Schulen arbeiten oder drei Kinder haben oder manchmal auch Grippe,
Trotzdem haben sie mitgemacht und auch an unseren Webinaren mitgemacht. Ja? Und wenn wir zusammen lernen, wie man ein richtiges Lernvideo drehen kann, dann werden wir auch für die Schüler unsere Medienkompetenz zeigen und die Schüler stehen bei uns wie auch Freunde. Richtig? Weil manchmal unsere Schüler helfen uns. Wie viele Kollegen haben mir mitgeteilt, sie haben gedreht mit einer Mannschaft oder Team, aber die Schüler haben das Video, Montage von Video gemacht. Ja? Und ich wiederhole noch einmal, wir lernen das alles in unserem Netzwerk. Alle Videobeiträge posten wir nicht nur im Kanal, sondern auch auf Padlet. Manche von euch erkennen bestimmt dieses Tool, Padlet. Wer möchte jetzt von unserem Teilnehmer, vielleicht klickt ihr auf Padlet und findet den Link. Ich habe das überall gepostet und das ist in meiner Präsentation und Präsentation schicke ich das auch im Textchat. Und alle Videobeiträge sind zusammen. Teil für Teil oder Folge mit der zweiten Folge. Ja? Gut. Dankeschön. Olga Kaschlaber, kannst du bitte den Link finden in unserem Netzwerk? Ja, weil die Kolleginnen möchten dann klicken. Dankeschön. Also 41 Beiträge in diesem Jahr, wie ich gesagt habe, aber insgesamt haben wir bereits 200, richtig, gut, Olga, 201 Video aus 28 Ländern. In diesem Jahr war das 5, aber insgesamt aus Indonesien, aus Benin waren die Videos. Also, schön. Und dann muss ich noch erwähnen, ganz bescheiden, wir sind von keiner Firma, niemand so unterstützt, ich meine, niemand hat das uns gezwungen. Wir haben selbst diese Initiative gehabt und bereits 6 Jahre machen wir das, weil das liegt uns am Herzen, Videos zu drehen, mit den Schülern zu arbeiten. Nein, nein, warum für Schüler? Wir machen das für unsere Lehrer mit Schülern. Natürlich, manchmal ist das nicht so professionell, aber ich beobachte jedes Jahr, wie toll, dass die Lehrer mit den Schülergruppen sich entwickeln. Manche machen das bereits 5 Jahre mit oder 6. Ja, Dankeschön. Gut, wir sehen jetzt ein Screenshot von unserem Videokanal. Hallo Khadija. Und unser Kanal heißt es Gruppe Deutsch Online, einfach in YouTube geben. Warum schreibt er bei mir nicht Gruppe? Okay. Und ja. Okay. Und diese Videos, wie gesagt, stehen auf unserem YouTube-Kanal. Natürlich, als Bestandteil von unserer Fortbildung sind die zu erwähnen, die Webinare. Diese Webinare helfen uns zu verstehen, wie ich mit einem Programm arbeite oder wie ich das Video schneide. Und wir sehen hier auf dem Bild Patricia, das ist die junge, talentvolle, zukünftige Deutschlehrerin, die studiert jetzt in Breslau, sie wird jetzt auch bei uns das Mikrofon, sie wird Mikrofon bekommen und vielleicht dazu etwas sagen. Und Patricia ist wirklich sehr talentvolle junge Frau und sie machte für uns allein das Webinar und gab uns Tipps und Tricks, wie kann man Videos drehen. Und das alles steht auch in unserem Videokanal Gruppe Deutsch Online. Wir haben gedacht, jedes Jahr gab es einen Publikumspreis.
Und man müsste das gute Video liken. Und in diesem Jahr haben wir auch diese Hochdaumen gesammelt. Und ich weiß, dass alle gespannt sind, wer gewonnen hat. Alle Teilnehmer, die Publikumpreis bekommen haben, bekommen auch unsere Sachpreise von Verlagen. Und ich meine, wichtig ist das auch Teilnahme, aber natürlich auch kleine Preise. Hatija aus Algerien sagt, sie hat mit ihren Schülern das Video gedreht. Und das war sehr motivierend und machte viel Spaß. Wir sehen Screenshot von dem Video Pechtag mit einer polnischen Schülerin. Und das war auch eine spannende Geschichte, wo sie immer Pech an einem Morgen gehabt hatte. Und dann, aber was passiert dann, könnt ihr bitte auf dem Kanal sehen. Pechtag heißt der Film und er bekommt auch Publikumspreis. Noch ein toller Film, übrigens von Patricia, bekommt auch diesen Preis, Publikumpreis, heißt Prüfungszeit. Moral der Geschichte, man muss mehr lernen, nicht wahr, Patricia? Aber der Junge, der im Film gezeigt wird, der hat immer geschlafen. Ich habe immer gedacht, und die Jurymitglieder und einige Teilnehmer haben gedacht, warum schläft er? Und trotzdem hat er toll seine Prüfung bestanden. Okay, aber dieses Video hat auch einen Publikumspreis bekommen. Vom Hadija aus Algerien. Dieser Film bekommt auch einen Preis, Publikumspreis, heißt es, in der Union liegt die Kraft. Das ist ja super Film mit guter Idee drin, wo man zusammen, wenn wir zusammen lernen, dann sind wir in einer Union. Okay? Nein, Olga, wahrscheinlich dieser Link passt es nicht. Du musst es direkt auf den Link klicken, dann den Link kopieren und dann kommen. Gut, danke schön, Hadija, für deinen Beitrag. Sie hat das zum ersten Mal bei uns teilgenommen und die Schüler waren sehr motiviert. Besonderen Dankeschön möchte ich für den Film von meiner Kollegin Inge Kitzler aus Italien und ihren Sprachkurs Dankeschön sagen. Dieser Film war so spannend, dass ich sogar nicht so viel verstanden habe. Wie? Warum? Wer bekommt die Belohnung? Warum bekommt zuerst die weniger, als versprochen wurde? Und dann hat mir die Kollegin erklärt und hat tolle Arbeitsblätter erstellt, damit auch andere Lehrer die Geschichte verstehen. Es geht natürlich um eine alte Legende aus Hameln und trotzdem nicht alle kannten diese Geschichte. Aber der Film war toll und ich bedanke mich bei Ingeborg Kitzler und deine tolle Mannschaft. Also vielen, vielen Dank. Inzwischen hat Olga Kaschlawa den Link gepostet. Richtig, das ist der richtige Link. Man kann dort alle Szenen sehen, wenn wir mit dem Webinar dann fertig sind und in Ruhe einige Filme, Beiträge schauen. Man muss erwähnen zum Beispiel, dass wir haben nicht gedacht, dass auch viele Schüler so kreativ, fast ohne Lehrer, ohne Hilfe des Lehrers erstellen können. Tolle Beiträge kamen aus Ungarn von Anna oder von Olga Kaschlaba. Nikita hat einen tollen Film Sonnenuhr selbst gemalt mit dem Programm Adobe Animation und dann auch selbst Audio aufgenommen. Manche haben Maschinenstimme genommen und das ist es nicht so toll, Maschinenstimme. Aber das ist doch hohe Kunst, selbst richtiges Audio aufzunehmen, Mikrofon. Wie bekomme ich diesen Schutz für mein Mikro, wenn ich draußen arbeite?
Und alle diese Aspekte haben wir nicht gekannt, aber wir haben gelernt. Wir haben immer, bei uns waren insgesamt 47 Webinare zum Thema in diesem Lauf, im Laufe des, von 6 Jahren waren bei uns 47 Lehrervorbildungen zum Thema, wie man richtig den Film kreiert oder dreht oder Tipps und Tricks. Ja, das kann man auf unserer Plattform oder YouTube-Kanal finden. Und einige, wie Ingeborg zum Beispiel, haben auch in ihrem Padlet diese Geschichte noch einmal kreativ vorgestellt und didaktische Vorschläge gemacht. Du kannst Ingeborg natürlich deine Padlet-Tafel hier posten. Wichtig war auch die Bewertungskriterien. Viele Teilnehmer haben, ich meine, man muss das zuerst, was als Erste machen muss, wenn ich an einem Videowettbewerb teilnehme, man muss zuerst sehr, sehr genau die Beschreibung lesen, ob ich als Teilnehmer passe, dann richtig sich anmelden. Und dann die Bewertungskriterien. Natürlich, muss man wissen. Und bei uns war sehr wichtig, Originalität der Idee, wie die Geschichte verpackt worden war, also inhaltliches Storytelling und inhaltlicher Anspruch. Manchmal, das hat unsere Jury schwer getan, zu bestimmen, welcher Film, welches Video hatte tolle Idee, also die Idee war originell, aber nicht sehr nah zu der Idee verwirklicht wurde. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja? Manche haben eigene Geschichten ausgedacht und das ist auch toll. Nur unsere Idee war, dass diese Geschichte kann ich auch weiter in meinem Unterricht einsetzen. Und natürlich ist es wichtig für den Film, den ersten, zweiten oder dritten Platz bekommt, richtige Aussprache oder richtige Betonung. Dafür muss man auch natürlich etwas tun. Ja? Wir haben manchmal unsere Stimmen aufgenommen, um mit den Schülern zu trainieren. Warum denn nicht? Die Schüler, die zum Beispiel 1 Stunde pro Woche haben, kann man nicht vergleichen mit den Schülern, die im College 6 Stunden pro Woche haben, nicht wahr? Und das sind kleine Aspekte, die wir auch respektieren müssten, aber wie gesagt, Jury ist Jury und dann war das kollegiale Entscheidung. Ja? Und natürlich, Qualität der technischen Umsetzung ist auch wichtig. Ja? Wenn wir zum Beispiel in HD, das heißt in besserer Auflösung unsere Video aufnehmen, dann möchte ich auf dem YouTube-Kanal auch gute Qualität haben. Und manche Kollegen haben gesagt, oh, warum? Auf der YouTube sehe ich meinen Film nicht in richtiger Auflösung. Aber man muss das wissen, wenn wir ein Rädchen auf dem Bild dann klicken, kann man auch das einstellen. Auch Untertitel haben wir gelernt, wie das man machen muss. In der Nacht mit Ingeborg zum Beispiel hat sie Untertitel gemacht, weil ihre Schüler waren schon total müde. Aber wir haben das geschafft. Ja, das muss man können, weil wir Fremdsprachen unterrichten. Wir wollen sehr gerne, dass unsere Schüler auch nicht nur sehen, nicht nur hören, sondern auch lesen können. Okay? Gut. Jetzt kommen wir zu den Gewinnern. Ich habe lange geredet. Ich möchte nicht so weiter spannend, aber trotzdem die Frage, wann wart ihr zum letzten Mal in einem Kinotheater? Naja, vor einer Woche, vor einem Tag. Ich war schon lange nicht mehr
in einem Kinotheater, aber ich mag so gerne Filme. Vor 2 Wochen, genau. Einige vor 3 Monaten. Genau, Galina, diese Treppe führt zum Kinotheater. Okay, Angelika vor 3 Wochen. Und Anastasia vor einem Jahr. Und wer mag Filmen? Wer mag tolle Geschichten? Und alle hätten doch den Wunsch gehabt, auf einer Oscar-Preisverleihung zu sein. Natürlich alle. Ich mag auch sehr gerne Filme und deswegen mache ich meine Filme seit 2007 in meinem Kanal. Okay, gut. Dann freue ich mich, dass wir auch diese unendliche Geschichten schauen können. Natürlich, Bojena. Warum sind unendliche Geschichten? Das ist so ein Wortspiel. Wir wollten, dass die Geschichte mit einem Ende ist, aber diese Geschichte ist unendlich. Warum? Weil diese Geschichte, ein Teil von dieser Geschichte kann man weitererzählen, nicht wahr? Das heißt, wenn die Geschichte multipliziert wird, wenn wir bis zum spannendsten Moment dann erzählen, erst dann bekommen wir tausende neue Geschichten, wenn natürlich unser Film für euch gefallen hat. Wenn wir in einem Kindertheater sind, wie hier, hören wir manchmal Popcorn, aber wir sitzen in einem Kindertheater und heute geht es ohne Ticket. Ich gebe für euch den Link für die Preisverleihung und möchte, dass ihr euch genießt, diese drei Gewinner, die in diesem Jahr wir bekommen haben. Nur drei. Und das dauert, genau, wir hören jetzt Applaus. Wir hören jetzt Applaus. Und, Sekunde, dann werden wir den Link oder diese Gewinnerfilme 4 Minuten anschauen. Hören wir? Das war. Okay, gut. Die Teilnehmer vielleicht langsam wieder in unserem Webraum. Einige haben schon die Gewinnerfilme gesehen. Okay, einige haben schon gesehen. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ihr langsam da seid. Das hat 4 Minuten gedauert, aber insgesamt 41 Filme, wenn jeder Film 3 Minuten dauert. Einige Stunden, ja? Vielen Dank, Hadija. Hat euch gefallen? Ich hoffe ja. Ja, Gulnara, danke. Ich hoffe, gut, lebendige Geschichten, die bewegen. Stellt euch vor, als ich diesen Film gesehen habe, über den Hund und dann noch einen Film über den Hund, habe ich gedacht, was passiert weiter? Ich wollte auch gleich über den Hund weiter erfahren, was passiert mit dem Slatik oder bekommt dieser Junge aus Polen einen Hund oder nicht? Ja? Und ich freue mich sehr, dass auch
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch das empfunden haben, wie wir als Jurymitglieder. Also den dritten Platz hat bekommen diese Geschichte aus Russland. Die Geschichte heißt über einen klugen Hund Slatik, die Geschichte über Slatik aus Russland mit der Deutschlehrerin Irina Safronova aus Moskau. Und sie bekommt auch einen Sachpreis von einigen Verlagen. Und ich freue mich sehr für dich, liebe Irina, weil Irina sehr kreativ ist und macht mit bei uns, also an vielen Projekten, was wir im Netzwerk haben. Über den zweiten Platz möchte ich auch ein paar Worte sagen. Das ist Katerina Sannikova aus Russland, aus Woronesch, so heißt die Stadt. Und die Katerina hat schon einmal an unserem Videowettbewerb teilgenommen und ihre Schüler sind sehr kreativ aus dem Gymnasium Nummer 6. Und ich freue mich für dich, liebe Katerina, dass du auch den tollen Preis von uns bekommen kannst. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Und den ersten Platz bekommt Polen. Und wir freuen uns sehr für dieses Team aus Polen mit Alicia Skocilas und Patricia Skocilas und die Arbeitsgemeinschaft aus Polen mit Alicia und Patricia, mit diesem Thomas, ja, mit dem Hauptdarsteller bekommen den ersten Preis. Jetzt möchte ich jubeln, juhu sagen und auch jetzt live schalten. Ich möchte probieren. Alicia, kannst du bitte jetzt das Video aktivieren? Wir werden euch sehen, winken und dann möchte ich ein paar Fragen stellen an eure Teilnehmer. Also Patricia, aktiviere bitte das Video. Ich hoffe, dass alles im grünen Bereich bleibt. Gut. Okay, wir sind fertig. Stellen. Ich hoffe, dass ihr hört mich. Und Patricia, klicke bitte jetzt auf dein Mikro. Mikro soll zu sein. Ich werde jetzt alle Fragen, was unsere Teilnehmer für euch gestellt haben. Es ist schon Okay. fertig. Patricia, hörst du uns? Wir machen jetzt größer. Okay. Ja, ich höre Sie. Ich hoffe, dass alle hören mich. Hören Sie mich Okay. gut? Erste Frage lautet, ja, wer ist auf die, ja, sehr gut. Wer ist auf die Idee gekommen, so einen Film mit dem Hund zu drehen? Dann noch eine Frage. Habt ihr den Hund trainiert? Und noch eine Frage. Okay, ich schalte mein Mikro aus. Erzählt bitte. Ihr habt 3 Minuten Sternstunde. Die Idee mit dem Hund war die beste Idee. Wir haben gemeinsam die Idee ausgedacht. Marisha ist heute leider nicht da. Warum hören wir euch nicht? Vielleicht etwas. Marisha hat Ja? Patricia Jetzt? trainieren. Mikrofon klicken. Mikrofon soll an sein und sprechen. Bitte. Geholfen, mit ihm zu spielen.
Moment, wir machen das ein bisschen lauter. Okay. Ronny ist ein kluger Hund. Das ist aber ein Beagle. Also aus sehr aktiv und etwas verrückt. Wir haben 4 Tage das Senior geschrieben und 3 Tage den Film gedreht und dachten uns schneiden und der Text. So etwa über eine Woche, aber wir haben uns in der Winterferien getroffen und hatten viel Zeit. Das Arbeiten mit der Kamera und das Spielen dem Hund. Hat uns Spaß gemacht. Hat uns Spaß gemacht. Und mir hat auch viel Spaß gemacht, der Besuch im Tierheim. Also es hat uns sehr Spaß gemacht, dass wir eigentlich uns treffen konnten. Moment. Also wir waren eigentlich in den Ferien unterwegs. Also das war für uns eigentlich sowas wie Hobby, wie Treffen mit Freunden. Und wir waren auch im Tierheim und das war etwas anders. Das haben wir noch nie gemacht. Das macht uns wirklich Spaß und wir machen das in unserer Freizeit. Also das ist unser Hobby. Wir möchten das auch in der Zukunft machen. Okay. Also vielen Dank. Wie gehört? Gut. Wir winken alle nach Polen. Ja? Wir winken alle nach Polen. Dankeschön und tschüss. Vielen, vielen Dank. Die Verbindung ist sehr schwach. Vielen, vielen Dank. Okay. Kann man mich hören? Vielen Dank. Liebe Alicia, ich möchte auch sagen, dass die Schüler bekommen viele Bücher oder Sachpreise von unseren Sponsoren, aber die gute Lehrerin Alicia Skocilas aus Polen bekommt einen super Preis, eine Lehrervorbildung in Düsseldorf vom Institut für internationale Kommunikation. Das ist unser bester Sponsorenpreis in diesem Jahr. Und ich freue mich so für euch, für euer Team, dass eure Lehrerin noch motivierter wird und sie bekommt diesen Preis, ich wiederhole noch einmal, vom Institut für internationale Kommunikation von Düsseldorf. 2 Wochen in Düsseldorf, liebe Alicia, für dich. Dankeschön und ich freue mich wirklich sehr, sehr für dich. Ja, das war Interview mit den polnischen Schülern, mit der Lehrerin Alicia Skocilas und Patricia auch. Sie haben wirklich das toll gemacht und sie haben das verdient, weil sie beide oder in dieser Arbeitsgemeinschaft arbeiten wirklich sehr viel und drehen die Videos für nicht nur für Videowettbewerbe, sondern auch für die Schule. Ja, sie machen auch eigenen Gymnasium-Kanal für eigene Gymnasium. Super.
Dankeschön, Alicia. Ich freue mich sehr für dich. Und natürlich möchte ich vielen lieben Dank sagen für auch Sponsoren. Wie gesagt, für Institut für internationale Kommunikation, für Zentralunterrichtsmedien. Das ist ein Verein von Lehrern und sie unterstützen uns auch. Lingua TV, das sind die Sprachkurse. Vitamin.de, das ist einer der besten Online- und auch Analog-Zeitschrift für die Schüler. Das bekommen auch alle Publikumspreise, also einen Jahresabonnement. Und jetzt auch von der Firma oder von dem Sprachportal UUUGOT bekommen auch die Teilnehmer eine von 3 Monate, drei Teilnehmer bekommen 3 Monaten den Zugang zu dem Portal. Okay, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war unser Videowettbewerb und Preisverleihung zum 6. internationalen Videowettbewerb gesehen, gefilmt, gelernt. Und ich danke alle Sponsoren und auch Teilnehmer, unsere Jurymitglieder und persönlich Andrea, die meine Kollegin, die mir geholfen hat, alle Videos hochzuladen. Vielen, vielen Dank und alles Gute und schöne Konferenz. Noch einmal, wir treffen uns noch heute und morgen. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.